Ja, herzlich willkommen von der Bau und herzlich willkommen zu Teil 3 vom ProKlima Live News Ticker. Ich stehe hier mit meinem Kollegen Dirk Biedermann. Dirk, du bist Objektberater bei ProKlima und betreust in dieser Rolle auch das Roots, das höchste Holzhochhaus in Deutschland aktuell in Hamburg. Da gab es viele Anschlüsse zu machen und auch Probleme in der Ecke. Was habt ihr da oder mit welchen Herausforderungen habt ihr da zu kämpfen gehabt? Ja. Genau, also der Witterungsschutz, der ja die Holzelemente dort schützt, hatte die Herausforderung, wie man es hier auf dem Bild sieht, dass der hohe Treppenhauskern, wo ja die CLT-Elemente aufgelagert werden, nicht ohne Probleme angeschlossen werden konnte, weil Regen, der hier gegenschlägt, natürlich dann so sturzbachartig am Beton runterrinnt und dann sind da schon ganz erklägliche Wassermengen, die da runterlaufen. Das heißt, das Klebeband wird hinterlaufen, weil es halt nicht sauber am Beton angeschlossen werden kann. Ganz genau. An der Situation sieht man, dass nicht nur der Holzbau hier seinen Geschosswechsel hat, sondern eben auch der Betonbau. Und dass es hier in diesem Bereich eine sehr unruhige Oberfläche gibt. Es gibt die Schalungsnuten, es gibt ja porige, offene Stellen und natürlich auch die Betonschlempe, die da runterläuft. Das alles sind Möglichkeiten, wo das Wasser das Klebeband hinterlaufen kann. Und dafür haben wir das Klebeband an den Beton angeklebt und zusätzlich, wie man es hier in diesem Bereich auch sieht, mit der in diesem Fall noch blauen Erosana Viscon Luftdichtung abgedichtet. Das wird also im Sprühen aufgetragen. Hier sieht man das, dass es also aufgetragen wird über das Klebeband zum Betonanschluss hin, dass also die Kapillaren geschlossen sind und der Anschluss hier nicht mehr hinterlaufen werden kann, sondern dann eben dicht die Kapillaren geschlossen hat und somit das Regenwasser auf die Witterungsschutzebene anschließen kann, auflaufen kann. Das heißt, temporärer Witterungsschutz, Erosana Viscon auf der Decke plus Klebeband plus nochmal sprühbare Dichtung oben drüber hat das Problem dann gelöst. Das Problem war dann super gelöst. Wir hatten keinen Wassereinbruch an dem Anschluss zum Beton, was vorher eben ein großes Problem war. Und man kann sich vorstellen, in Hamburg kommt durchschnittlich ein bisschen mehr Wasser. Wir haben also im November bis jetzt aktuell April natürlich auch nicht gerade die beste Wetterungsphase gehabt. Aber an dieser Stelle war der Beton dann dicht angeschlossen. Also das war dann auf jeden Fall eine überzeugende Lösung, die gefunden wurde. Ich kann mit Erosana Viscon ja noch ganz andere Sachen machen. Das können wir uns hier am Messestand nochmal live angucken. Hier stehen wir jetzt an der Fenstersituation. Das ist jetzt eine Betonwand, aber ich glaube, es gäbe auch die Möglichkeit, das Material in anderen Situationen einzusetzen. Was kannst du hierzu sagen? Genau, das Material kann ich auf allen bauüblichen Untergründen einsetzen, ob das jetzt ein Mauerwerk ist, ob das Beton ist, Holz oder ein Faserzementanschluss. Das ist egal, aber das Besondere ist, ich kann das Material aufgrund des variablen SD-Wertes von 0,13 bis 10 Meter sowohl zum inneren als auch zum äußeren Fensteranschluss benutzen, sodass ich die Luftdichtheit als auch die Winddichtheit und auch die Schlagregendichtigkeit, welche zertifiziert ist vom EFT Rosenheim, dann eben anwenden. Wir haben auch die Besonderheit, jeder kennt das, Stichwort Gewerkeloch, dass wir die zweite wasserführende Ebene unter der Fensterbank damit ausbilden. Auch da hat EFT Rosenheim grünes Licht gegeben, da war kein Wassereinbruch. Wir haben hier also an dieser sehr geometrisch komplizierten und herausfordernden, normalerweise mit einem Klebeband zu lösenden Situation, die Möglichkeit, sehr sicher und sehr einfach das zu lösen. Das heißt, Fensteranschluss einmal rundherum mit Erosana Viscon, Innenseite, Außenseite, inklusive zweite wasserführende Ebene, alles machbar mit IFT-Zulassung. Alles machbar mit IFT-Zulassung, Erosana Viscon kann ich einsetzen, jawohl. Okay, also Fenster haben wir, es gibt noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, die gucken wir uns jetzt an. Das ist unser Klassiker, das kennt man ja. Die Holzrahmenbauwand wird auf die Bodenplatte aufgelegt. Ich habe hier einen Quellmörtel und jetzt habe ich natürlich auch so eine Zuganker oder irgendwelche Einbausituationen, die mir ein Abkleben mit einem Klebeband natürlich
sehr viel Aufwand bescheren. Hier sprühe ich einfach mit dem Aerofix des Aerosana Viscon oder Aerosana Viscon Fiber auf und habe überhaupt gar keine Probleme, auch hinter Einbauten lang zu sprühen und habe somit einen luftdichten, hochelastischen Anschluss geschaffen, der auch natürlich dann seine wasserdampfdiffusionsvariable Eigenschaft an dieser Stelle hat. Vielen Dank, Dirk. Wenn das für Sie jetzt auch interessant ist und Sie mehr zu Aerosana Viscon erfahren möchten, dann schauen Sie auf proklima.de vorbei oder rufen Sie die Technik-Hotline an, die jetzt gerade eingeblendet wird. Dann können wir gerne noch weiter Kontakt aufnehmen oder auch mal eine Testbaustelle vereinbaren, wo Sie das Material direkt mal ausprobieren können. Ja, damit wären wir auch schon am Ende von unserem Teil 3 Proklima Live News Tacker von der Bau. Würde mich freuen, wenn Sie auch zum Teil 4 wieder einschalten. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.